So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Stardew Valley. Ja, ich würde sagen, wir gehen erstmal ein bisschen Saatgut kaufen. Und ich habe gerade mal geguckt, wie das mit den Minen hier läuft. Oder was es mit den Minen hier auf sich hat. Und offenbar sollen nördlich vom Schmied irgendwelche Minen oder so Minen gedönt sein. Oh, was ist das denn? Irgendein Event, was getriggert wird. Louis. Ich glaube, er hat Geburtstag, kann das sein? Oh, hi there. Das ist die alte Stadthalle offensichtlich. What an eyesore. Schaut auch so ein bisschen bedrubbelt. This is the Pelican Town Community Center, or what's left of it, anyway. Das ist richtig. It used to be the pride and joy of the town, always bustling with activity. Now, just look at it. It's shameful. These days, the young folk would rather sit in front of the TV than engage with the community. But listen to me. I sound like an old fool. Yuya Corporation has been hounding me to sell them the land so they can turn it into a warehouse. Pelican Town could use this money, but there is something stopping me from selling it. I guess old timers like me get attached to relics of the past. Ah, well. If anyone else buys a Yuya Corp membership, I'm just gonna go ahead and sell it. Achso, seufzen. Hier, let's go inside. Ah, sehr gut. Einfach durch die Tür durchwarpen. Gute Sache. Oha, was ist das denn für ein riesiges Gebäude? Ja. Hm, what's this? I guess Vincent and Jess must be playing in here. This place is even more dilapidated than I... What? Was für ein Wort? Then I remember. Das sieht... Was? What? Entweder sieht er Geister oder es war ein Schädling. What's the matter? Are you ill? Deal with it. You saw something? Hm? I wouldn't be surprised if this place was full of rats. You're worrying me. Look, I think I'm going to head home. I need some lunch. Glaubt, dass ich verrückt bin. Hey, I will keep this place unlocked from now on. Maybe you can help catch that rat if you have some extra time. Wie auch immer. Wahrscheinlich draufhauen oder was? Strange. I will have to come back and explore this building further. Ja, dann lass mich mal hier rein. Kann ich irgendwas einsammeln? Gucken wir doch mal einfach die Räume hier durch. Was ist das? Hm. Aha. Das kann ich sehr gut lesen. Ich habe keine Ahnung, was da steht oder was da stehen sollte. So, was haben wir hier noch? Irgendwas, was wir mitnehmen können? Da war barrikadierte Fenster. Bisschen Efeu oder Zeug, was hier reinwächst. Da waren offenbar mal Bücher. Da kann sich bestimmt super drin verstecken. Genau wie irgendwelche Tiere. Hier ist so ein schwarzes Brett. Da hängt irgendwas an der Wand. Das hier scheint der Heizungskeller zu sein. Oder was davon übergeblieben ist. Wofür hatten die denn so einen riesigen Tresor? Oh, ein Fenster. Ein Fenster, was Licht spendet. Genau, ich wollte eigentlich Saatgut kaufen.
und mir so eine Mine anschauen. Oder mal gucken, was so mit den Minen geht. Warte, nördlich vom Schmied. Ist das da oben gemeint? Wahrscheinlich, ne? Ich meine, da sind wir ja bisher ein paar Mal hergelaufen. Haben festgestellt, dass da Steine im Weg sind und dass wir da nichts weiter machen können. Wir können nicht mal mit dem Typen reden, der hinter den Steinen ist. Wir bräuchten aber schon Zugang zu der Mine, damit ich diesen komischen Auftrag da überhaupt ansatzweise erfüllen könnte. Deswegen, naja. Naja, Rechts- und Linksklick geht beides. Und nehmen wir einfach mal so viel Saatgut, wie wir uns leisten können. Plot Twist, nach einer Woche ändert sich die Jahreszeit und alles ist hin. Direkt Bam Game Over. Ach nee, ey. Na gut, ich frage mich, ob man das nochmal irgendwie aufbauen kann oder so. Oder ob das jetzt einfach nur da dekorativ rumsteht und nichts weiter damit ist. So, da haben wir dieses Schniekehaus. Da kommt. Nein, das nimmst du jetzt gefälligst mit. So. Ich glaube, hier konnte man nicht so viel machen. Oh, was ist das denn? Kennen wir den? Ach nee, das war der aus dem Zelt, ne? Glaube ich. Ich glaube, das war der aus dem Zelt. Sehe schon, ich werde die Leute nochmal erschlagen. Linus, I'm happy by myself, you know. Das ist ein komischer Schrein. Ah, genau. Hier konnte man vorher nicht rein. Und da sind diese komischen lila Steine, was auch immer damit ist. Und jetzt müsste hier gleich auch irgendwo der Typ sein, der hier vorher rumgelaufen ist. Adventures Guild. Proven Adventures. Adventurers only. YOLO, einfach mal hier drüber springen. Vor allem, warum sind da Knochen unten? Mit der F. Das ist sehr gut. Aber da kommen wir offenbar eh noch nicht rüber. Die Brücke können wir bestimmt reparieren lassen. Wir hätten ja schon mal irgendwo eine Brücke, die man reparieren konnte, irgendwie, oder reparieren lassen konnte. Ah, hier ist einer von den Typen, die ich noch kennenlernen muss. Und das ist nämlich jetzt hier die Mine. Marlon. Guten Tag. Weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber ich werde jetzt mit dieser Hacke hier alles umgraben. I was just peering down into this old mine shaft. It's been abandoned for decades. For decades. Still, there's probably good ore down there. But a dark place undisturbed for so long. I'm afraid ore isn't the only thing you will find. Here, take this. You might need it. Ein Schwert. Okay, ja, das, gut. You received a rusty sword. Name's Marlon, by the way. I won the Adventurers Guild right outside. I will keep my eye on you. Prove yourself and I might think about making you a member. Was kann man hier mit diesem Card machen? Out of order. Also nicht so viel. Was ist das hier? It doesn't seem to be working. Ja, schade. Your pickaxe isn't strong enough to break this yet. Aha. Hier oben kann man noch nichts machen. Schwert ist auf dem letzten Slot unten, das ist sehr gut. Das machen wir jetzt mal vielleicht so, dass wir es weiter vorne haben. Ach, verdammt, unser Inventar ist voll. Nee, komm. Irgendwas muss ja mal weg hier. So, jetzt ist die Frage. Ja, droppen hier nur Steine oder? Okay, die sind unterschiedlich gefärbt, aber sie droppen. Die haben wahrscheinlich alle die gleiche Chance darauf, dass irgendwas gedroppt wird. Witzig. Ah, okay, man sieht hier auch direkt. Ah, das ist jetzt Kupfer gedroppt. Man kann auch direkt Mineneingänge oder Eingänge zu unteren, tieferen Minen quasi freischlagen, könnte man sagen. Jetzt haben wir auch mal endlich einen Lebenspunktebalken gekriegt, ja. Ich meine, habe ich eigentlich nicht vermisst, aber ist auch okay. Da müssen wir mal gucken, wer uns da angreift.
erstmal hier zurückschlagen, ne? Auch wenn ich mich gerade nicht drehe und so ein bisschen Unsinn mache, aber gut. Da oben ist irgendein Erz, was man... Naja, ich habe jetzt irgendeinen Negativeffekt gerade gehabt. Was soll das? Mein Gott, was hält denn dieser Blob aus? Oder macht dieses dämliche Schwert gar keinen Schaden? So, was ist das da? Inventory voll. Ja. Ja, nein. Oh, war das so smart? Ich weiß es nicht. Quarz haben wir da gefunden. Was war das? Hat sich da was bewegt? Was hat sich da bewegt? Was ist da los? Was ist da los? Bewegt sich dieser Stein etwa? Was soll das? Ja, so jetzt kann man da auch mal mit dem Schwert gegen intervenieren, ja. Los, kratz ab. Mit Hilfe. Es fällt auseinander. Ist es tot? Bin mir nicht sicher. Ich glaube schon. Natürlich ritt's richtig toll mit dem, ja. Mit dem übergroßen Inventar hier. Aha. Eine Krabbe. Ich möchte jetzt gerne... Ah, toll. Ich hätte das gerne gegessen. Ich glaube, warum liegt hier überhaupt eine Krabbe drin? So. Essen wir mal ein bisschen was davon. Ich glaube, das hat ein bisschen geholfen. So. Ja, genau. Energie und Hass hat uns das gebracht. Nein! Ah, schon wieder so ein dämliche Krabbe. Was soll das? Nein! Jetzt rasieren wir dich da weg. So. Ach komm. Dämliche Dreckskrabbe. Geh mir nicht auf die Nüsse. So, Platsch. Was ist das hier? Ist da was drin? Hä? Hä? Achso, ich kann Angriffe blocken, offenbar. Interessant. Oder scheinbar kann ich sie blocken, manchmal, ein bisschen. Was ist das? Ich will trotzdem wissen, was das ist, auch wenn ich es nicht einsammeln kann, Leute. Das müsst ihr mir doch wenigstens zustehen, finde ich. Das war jetzt sehr effizient. Ach komm. Jetzt leg ich das da hin. Und lass mich hier mal was anderes einsammeln. Oh, das Crystal. Sehr schön. Das war nämlich genau das, was wir gesucht haben. Ja, das finde ich gut. Kann man diese Truhe aufmachen? Oder muss man sie kaputt machen? Da ist eine alte Möhre rausgedroppt. Ich würde gerne eine Möhre aus irgendeiner alten Mine essen. Warum auch nicht, ne? Ah, das war Kupfererz. Das ist irgendein Dingens, was da in der Wand hängt. Irgendwelche Befestigungs... Keine Ahnung. Teile. Dinge. Ja. Oh, ein bisschen hier Kram kaputt hauen. In der Hoffnung, dass da vielleicht irgendwas rausdroppt. Mein... Aha. Aha. Jetzt sind wir schon bei fliegenden Objekten. Was hat der denn gedroppt? Wenn ich irgendein Herz oder sowas. So, jetzt habe ich final nichts mehr, was ich sinnvoll. Oder? Ah, komm, hier. Erstmal. Backmeat. Okay. Ja, Monster Loot. Ja, das ist ja schön. ja, genau. Das ist interessant. So, dann hauen wir mal hier das. Na, warte mal, wir nehmen besser die Spitzhacke. Hauen wir mal hier das Kupfererz raus. Mal gucken, was da drin ist. Oh, Steine, toll. Und Holz. Da wird wieder Kupfererz drin sein, denke ich mal. Ja, genau. Finde ich gut, dass man es direkt sieht. Geodes droppen hier auch manchmal. So, wie kommt man denn jetzt hier wieder raus? Die Leiter da direkt der Rückweg bis oben an die Oberfläche, oder?
Würde mich jetzt mal interessieren. Außerdem haben wir den Kram, den wir haben wollen. Oder den wir gesucht haben hier. Lief sie mein. Ja, genau. Dann kommen wir direkt wieder hier oben raus. Das ist sehr gut. Oh, wir haben schon 8 Uhr. Abends. Hm. Ja. Reach Level 5. Ach verdammt, das habe ich gleich gesehen. Egal. Demetrius. Der wohnt doch hier direkt in dem Haus in der Nähe von der Mine da unten. Achso, wir haben übrigens die Quest mit dem Leute kennenlernen. Oh. Das ist interessant. Es fehlen immer noch 2 Leute. Ach, komm, vor einer halben Stunde zugemacht. Was soll das? Ihr wollt mich doch trollen. Es kann doch nie angehen, ey. Jetzt habe ich schon so einen tollen Earth-Crystal gefunden und dann lassen mich nicht mehr in die Wohnung. Na gut, dann nicht. Das ist meine Farm hier. Weiß ja nicht, ob sie es wussten, aber... Ach verdammt, ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist sehr gut. Ich glaube, ich werf da mal das Backmeat rein. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da sonst mitmachen soll, wenn ich ehrlich bin. So, Truhe, Steine. Achso, Saatgut haben wir noch. Hm, ja. Dann passt in die Truhe ein bisschen mehr rein. Zwischen 2 und 5 Damage, das ist auch nicht so viel. So, jetzt gucken wir mal hier. So, so. Komm, hier alles mal da einsäen. Wenn man den trifft. Dann vergrößern wir das Feld hier mal ein bisschen. Das ist doch... Ach nee, das ist... Oder? Falsches Werkzeug. So. So. Hm, ich frage mich, was sich jetzt da an der Hackleistung verändert hat, wenn ich ehrlich bin. Aber gut. So, einfach gedrückt halten, alles schön verteilen. Aber das werden wir jetzt schon gar nicht mehr schaffen. Das ist alles sinnvoll noch zu bewässern, ohne dass es so dunkel wird, dass ich nicht mehr sehe, was ich gieße. Na komm, kipp da drauf und dann ist gut. Ha, ich wollte gerade sagen, was macht der Balken da unten? So, das Feld hat, glaube ich, noch gefehlt. Ich glaube, das auch. Ja, da war auch noch kein Saatgut drauf. Ich werde das Feld einfach mal morgen früh vergrößern. Kann ich auch mal den Baum da unten entfernen und ein bisschen Platz machen. Level 1 Foraging. Foraging? Aha. Trees sometimes drop seeds. New crafting receipt. Wild seeds. New crafting receipt. Field snack. Ah ja, es sieht aus wie... Entweder ist es ein Maiskolben oder es ist ein Stück Holz mit grüner Pappe dran oder keine Ahnung. Okay, 16 Gold kriegen wir durch das Backmeat. Lohnt sich ungefähr so sehr wie... Keine Ahnung. Unkraut zu verkaufen. Wer spricht da mit mir? Hallo, Clint. Hi there. Good morning. I noticed that you have been breaking some rocks open and finding ore. That's good. If you want to get the most out of your ores you find, you will need a furnace. Just so happens I had an extra set of blueprints lying around. Here, I want you to have them. Sehr gut. Ich kann mir jetzt einen Schmelzofen bauen. Learned how to craft a furnace. Guter Mann. The furnace allows you to smelt metal bars. The bars can be used for crafting, construction and tool upgrades. Ja. When you've smelted a few copper bars, consider having me upgrade one of your tools. Ja, copper bars, davon haben wir das Erz. It can make your work a lot easier. Well, okay, I'm heading home. Take it easy. So. Okay, das ist schon mal der Zauberer. My sources
tell me you've been poking around inside the old community center. Why don't you pay me a visit? My chambers are west of the forest lake in the stone tower. I may have information concerning your rat problem. Ja. So. Jetzt melden wir hier mal ein bisschen um. Müssen aufpassen, dass wir nicht die Pflanzen von uns erwischen. Wäre jetzt sehr ungeschickt, wenn ich die mit absäbe. Ja. So, zack, hier einfach mal ein bisschen Platz machen. Ah, das ist schön. So. Dann nehmen wir mal hier die Axt und hauen da noch ein bisschen das Holz weg. So, dann nehmen wir hier die Hacke. Und dann kann man, wenn man sich auch mal... Nein, ach. Das ist doch unnötig. Jetzt muss ich da eine Reihe weiter machen. So, das muss jetzt hier nämlich schön aussehen. Wenn das... Ja, genau. Asymmetrisch finde ich das nicht so schön. So. Noch ein bisschen Saatgut. Zack, zack, zack. Es wird jetzt zwar alles zu unterschiedlichen Zeitpunkten gesät, aber... wird geerntet, aber mein Gott. Man kann nicht alles haben. Ach genau, ein Ding fehlt. Ja, super. Super ist das. So, einmal hier schön die Gießkanne voll machen und... ja. Okay, geklickt lassen und oder klicken und weiterlaufen geht leider nicht. Ich bin mal gespannt, wann diese ganzen Sachen hier noch reif werden. Man muss ja gucken, ich glaube die Jahreszeiten sind hier auch immer, oder die Monate quasi sind auch immer 30 Tage lang. Da macht es natürlich keinen Sinn, jetzt irgendwas, was lange wächst, dann so gegen Ende des Monats noch anzubauen. Außer, dass man halt sein Saatgut oder sein Geld quasi verschwendet. Aber gut. Die 30 Gold, die wir da haben, naja. Muss man dreimal umdrehen, bevor man sie ausgibt. Oder wenn man sie ausgibt, je nachdem. So. Achso, was wir jetzt auch mal machen könnten hier, Crafting. Wir haben ja schon ein paar Sachen gelernt. Ja, das können wir direkt craften eigentlich. Und Copper Ore. Das auch für den, um den Ofen herzustellen, brauche ich Copper Ore. Ah, das finde ich jetzt aber nicht so cool, muss ich sagen. Vor allem habe ich keine 20. Ich hätte gehofft, dass ich nur Steine dafür brauche. Okay. Sap ist ja hier Dingens. Harz, ne? Kann man mal machen, ne? Maple Seed Acorn, Pine Cone. Okay. Cherry Bomb. And generates a small explosion. Okay. Ja, gut, ich meine, ich kann ja mal ein paar Bäume fällen, dann kann ich so Dünger herstellen. Oder mal so testen, wie Dünger sich hier so, naja, auswirkt. Gut, wie soll sich Dünger auswirken, ne? Normalerweise so, dass man ein besseres Wachstum, so dass der Wachstumsfaktor steigt. Dann sollten die Pflanzen natürlich schneller größer werden und so, ne? Dünger eben. Haben wir gleich irgendwie 7 Stück oder so. Ja, da droppt auch noch was überall. Sehr gut. Ah, das ist echt... Mein Gott, die Sichel. Diese Effizienz. Direkt am Anfang. Es ist fast gruselig. Aber Harvest Moon hast du ja jedes Feld einzeln gemacht. Und hinterher hat es dann wirklich die Möglichkeit, das auch so zu machen wie hier, aber... Anfang, auch wenn man noch weit entfernt davon. So, pass auf, jetzt craften wir mal ein bisschen was. Hier, nämlich so ein bisschen. Shit. Pinecone. So. Ja, Inventory ist voll, ich weiß. So. Da habe ich dummerweise keinen Saatgut mehr, was ich da drauf streuen könnte.
Must be added before planting. Ja, schade. Dann nicht. So, das werde ich dann aber mal in die Box werfen. Bisschen Harzer. Die Oats haben wir noch. Was wir noch machen können, ist einmal. Ah ne, Moment. Wir brauchen Stein, Kohle und so. Gedöns. Warte. Das Schwert brauchen wir jetzt nicht unbedingt im Moment. Das heißt so. Ach so, und jetzt fehlt das Holz. Shit. Dann habe ich doch wieder keinen Platz im Inventar oder was? Ah ne, doch, es passt. Ich hatte noch, hatte nur nicht genug Holz. So. Sehr schön. Wie weit? So, da stellen wir die mal hin. Ich weiß nicht, ob die was bringt, wenn sie da steht, aber. Mein Gott. Meet the Wizard. Ja, das können wir noch machen. Craft a Furnace. Das können wir auch bald mal machen. Da kriegen wir 100 Gold. Sag mal, ist das jetzt, ist der komische Auftrag da mit dem Döns weg? Das wäre blöd. Also, das wäre echt unnötig. Ach komm. Jetzt wollte ich den Auftrag schon machen oder ging es nicht? Oder was? Aber gut, dann wissen wir direkt, was passiert, wenn man einen Zeitauftrag nicht erfüllt. Nichts. Offensichtlich. Oh, wer ist das denn? Kennen wir den? Nein. Harvey. I'm struggling to make ends meet. I don't have enough patience. I've been mayor of Pelican Town for over 20 years. Was ist hiermit jetzt? Help wanted. Bring me some catfish. Ja. Nee. Hab grad keine Angel dabei. Außerdem ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass ich gerade genau diesen einen Fisch fange, den sie da haben will. Wobei die Belohnung natürlich schon eher verlockend war, aber naja. Nein. Und ich schätze mal nicht, dass ich dem Typen da jetzt noch diese komischen Stein geben kann. Hey, have a nice walk. Demetrius. Ja, toll. Thank you. Okay. Das war es wohl nicht. Der Auftrag war abgelaufen. Ich hoffe mal, das war nichts. Ja, doch. Well, that's good, isn't it? Ja, ich habe sehr viel Spaß dabei auf der Farm. Geh weg da jetzt. Lass mich durch. Irgendwas überhaupt was? Ich glaube nicht. Egal. Jetzt können. Ach, geh da weg da. Ich meine, wir könnten natürlich zum Wizard Tower gehen. Wäre eine Möglichkeit. Rennen wir einmal quer über die Karte. Immer sogar noch an der Farm vorbei, über die komplette Farm und dann nach links. Ich habe auch noch nicht herausgefunden, ob er sprinten kann. Guck mal. One Left Shift eigentlich. Das ist aber irgendwie genau das Gegenteil von Sprinten. Dann eher Schleichen. Oh, wer ist das denn? Ach, ich glaube, die kenne ich aber auch schon. Alle. My sister is so weird. Sometimes I wonder if we are actually related. Sehr gut. Das ist bei Geschwistern oft durchaus problematisch, dass man sich da manchmal nicht so ganz sicher ist. So. Ja gut, was wir natürlich machen könnten, wenn wir sowieso schon hier sind. Und vor allen Dingen, sofern wir es noch schaffen sollten, dass wir zum Schmied gehen und die Geodes aufkloppen lassen. Achso, das war Harvey. Was ist das denn? Ach, Vincent. Ja.
Das ist irgendwer Älteres. Haben wir auch, glaube ich, schon angesprochen. Ja, Evelyn. It's nice to be so close to the ocean. The sound of the sea makes going to sleep a lot easier. So, hier sind Grabsteine. Wo überall Menschen. Ja, ich will den überansprechen, da, Mensch. Nicht den Baum. Wer war das hier? Elliot. Hello, I hope your new farming life is panning out as you'd hoped. Es fehlen immer noch zwei Leute. Ein Mist, ey. Nein, 4 Uhr? Der Schmied macht bestimmt nicht mehr lang. War er hier, der Schmied? Nein. Nein, macht nur bis 4. Ach Mano. Ja toll, und der Zauberer wird wahrscheinlich auch nicht länger machen. Ja, wie soll man denn hier bei diesen Laufwegen irgendwas schaffen, Leute? Achso, ja. Der Bürgermeister, der hier wohnt. Annie, hello. The weather's interesting today, don't you think? Die Rechte nicht ansprechen oder was? Die Linke nicht ansprechen oder wie? Sehr gut. Dann redet man halt nur. Oder spricht man halt nur mit einer von denen. Ist auch nicht schlecht. Wer ist das denn? Achso, Mani. Ja, okay, stimmt. Das ist die von der Farm. So. Ja, das macht Sinn. So. Ist das nicht die Axt? Ja, ist doch die Axt. Wildfrüchte mitnehmen. In Geld machen. Macht sie da unten? WTF, was ist das denn? Ja. If you hear any banging from inside my hut, it's probably just me working on one of my sculptures. Ah ja. Skulpturen stellt sie her. Hä? One of my favorite stops. Aha. Aha. Wenn ich das verkaufe, kriege ich dafür 8 pro Stück und die verlangt 400? Ja. Interessant. ich weiß nicht, wer oder was das sein soll. Oder so. Aber ist auch gut. Hier sind wir direkt hier bei dem tollen Zauberer. Haben wir noch jemanden, den wir ansprechen können? Ja, Abigail. I've been pushing off my homework all weekend. Looks like I will be pulling another all-nighter. Nochmal schön einen nächtlichen Marathon für Hausaufgaben, ja. Ah, der Zauberer. Ah ja, eine Cutscene. Ah, come in. Gut, ich meine, was soll ich sonst machen? Rasmodius, Seeker of the Arcane Truth. Mediary between physical and ethereal. Master of the Seven Elementals. Keeper of the Sacred Char. You get the point. And you, 42, the one whose arrival I have long foreseen. Ah, vor mir mit so einem Satanskreis da. Here, I'd like to show you something. Behold. Aha, besagter Käfer. Oder Ratte oder was auch immer. Ratte intensifies. You've seen one before, haven't you? They call themselves the Unimus. Mysterious spirits, these ones. For some reason, they refuse to speak with me. Ui. Magie.
I'm not sure why they've moved into the community center, but you have no reason to fear them. Das ist ja schön. Nach aktuellem Kenntnisstand. Hm? You found a golden scroll written in an unknown language? Most interesting. Stay here, I'm going to see for myself. I will return shortly. Ja. Ja. Teleportationsskills sind super. Ja, aber er kommt durch die Tür wieder rein. I found the notes. The language is obscure, but I was able to decipher it. We, the Unimo, are happy to aid you. In return, we ask for gifts of the valley. If you are one with the forest, then you will see the true nature of the scroll. Wenn du eins mit dem Wald bist. Hm, one with the forest? What do they mean? Sei der Baum! Sei der Baum! Ah ja, er atmet das durch ein. Aha! Come here. My cold one is bubbling with ingredients from the forest. Burby, baby fern, moss grub, caramel top, toadstool. Can you smell it? Here, drink up. Let the essence of the forest permeate your body. Ach so. Natürlich. Was soll schon schief gehen? Grünes dampfendes Gebräu trinken. Mein, ist okay, ne? Also. Blitzekleine LSD-Vision oder so. Sei der Baum! Sei der Baum! Ich glaube, er ist. Er hat gerade Baumharz geraucht. Oder sowas. Ich habe keine Ahnung. You have gained the power of forest magic. Now you can decipher the true meaning of the Unimo scrolls. Es gibt da noch mehr Scrolls. Interessant. Wir haben dann auch schon 7:30. Nehmen wir noch ein bisschen Kram hier mit. Die ist echt so ein bisschen komisch. So, ich würde sagen, wir gehen mal zur Farm. Darf noch da die paar Früchte in den Einkauf oder den Verkaufskorb da und dann ist die gut, Freude. Holz haben wir hier gar nicht mehr so viel rumliegen. Wir haben halt in erster Linie Bäume und also Baumstämme und sowas hier noch rumstehen. So, warte mal. Wir nehmen erstmal hier Ananas oder das, was aussieht wie ein Ananas und werfen es da rein. Das war es eigentlich auch. So. Aber vielleicht nochmal kurz. Nein. Ein Blick ins Fernsehprogramm werfen. Wie noch aufs Haus. Was denn? Ach so. Stir fry. It's a perfect way to get some healthy greens on your plate. Ah ja. So, das ist ein Kochkanal, mit dem man tatsächlich Sachen lernen kann. Interessant. Ja, da ich möchte wissen, wie das Wetter ist. Okay. Eigentlich gutes Wetter. Viele Pollen, aber gutes Wetter. Gut, aber ich würde sagen, ach ja, genau, wir verkaufen nur kurz den Kram. So, und dann machen wir Schluss für heute. Und ich hoffe mal, dass jetzt nicht noch irgendwas Spontanes passiert. Nein,
Gut, dann bis demnächst.